Wir sind zu einem Hilfeleistungseinsatz, zu einer Tierrettung, also ein Pferd im Wasser, gerufen worden. Wir haben vorgefunden, das Pferd im Wasser hier in unserem Bachlauf in der Ohm, der an der Seite so ungefähr 2 Meter tief ist, in der Mitte ungefähr 4 Meter tief. Aber glücklicherweise stand das Pferd an der Seite. Wie ist es denn dorthin gekommen? Es muss durch den Zaun durchgesprungen sein, ins Wasser rein, genau weiß keiner was. Wir haben das Pferd erstmal gesichert, mit der Besitzerin zusammen, beruhigt und haben es dann zu einer Stelle geleitet, wo wir gut mit Gerät drankommen. Die Tierärztin hat uns bei jedem Schritt unterstützt und hat uns Anweisungen gegeben, wie wir mit dem Pferd besser umgehen können. Ja, aber man hört Tierrettung. Tierrettung, das Tier kommt direkt nach dem Menschen, ist natürlich auch unser größtes Gut und dem Besitzer liegt ja auch viel daran, deswegen ist es auch uns ein großes Gelegen, da zu helfen. Wir haben aus dem Nachbarort einen Landwirt mit einem Teleskoplader hier gehabt, der hat uns unterstützt bei der Rettung, ebenfalls die Feuerwehr aus Feldertal mit einem Großtierrettungsgeschirr, die haben uns ebenfalls unterstützt. Die ganze Rettung hat etwa so 2 Stunden gedauert. Okay, und jetzt sind alle glücklich. Verletzt wurde von den Menschen niemand. Hat sich das Pferd denn verletzt? Weißt du da etwas drüber? Darüber kann ich keine Angaben machen, aber die Menschen sind alle happy. Wir waren ca. 20 Einsatzkräfte hier aus Gemünden, der Löschzug West, die Feuerwehr Burggemünden und Niedergemünden. Vogelsberger Zeitung. Verlässlich, lokal und aktuell.